Aber trink ruhig. Du versoffenes Stück. Hallo ihr Lieben, ja, endlich mal wieder ein Follow Me Round. Yeah, tschakka. Erst kommt ewig gar keins und jetzt innerhalb von einer Woche ist das mein zweites Follow Me Round. Werde ich natürlich aufheben für den August. Dann habe ich da schon mal eins. Und zwar treffe ich mich gleich, also ich bin hier in Pyrmont am Bahnhof. War gar nicht so einfach, einen Parkplatz zu bekommen. Und ich treffe mich gleich mit Schoki Girl 1989. Jetzt beobachtet mich hier gerade einer. Und das ist die liebe Helene, die hat einen Bücherkanal. Und die hat zwei Bücher bei meiner Tauschaktion sich rausgesucht. Kann ich euch ja mal zeigen. Das war einmal Zeitsplitter. Und einmal Boy Nobody. Die beiden Bücher hat sich ausgesucht, wir wollten tauschen. Ja, und dann hat sie gefragt, ob das mit dem Porto sich da überhaupt lohnt. Und sie hat ein NRW-Ticket und kann dann halt quasi, also zahlt ja so einen Monatsbeitrag oder mit dem Ticket konnte sie halt hierher kommen. Und sie kommt 10.02 Uhr an. An Gleis 2 und jetzt haben wir 10.38 Uhr und ja, deshalb habe ich ja noch Zeit ein bisschen zu drehen. Und zwar wollen wir danach, also geplant ist, dass wir halt erstmal frühstücken gehen im Violet. Das klingt ja schon, ne? Aber Violet. Ja, aber wir dürfen da filmen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, irgendwo ja, ein Restaurant zu finden, wo man auch filmen darf. Und die waren richtig nett. Normal bieten die gar kein Frühstück an. Aber wo ich dann halt ja, gesagt habe, ich will mich da treffen, YouTuberin, bla bla bla, dürfen wir filmen? Ja klar. Und ganz begeistert, weil ich dann so gesagt hatte, darf man da überhaupt filmen? Und so, ja warum nicht? Und ja, dann hoffen wir mal, dass die sich auch richtig schön Mühe geben, weil sie kommen ja dann ins Fernsehen. Nein, war ein Spaß. Ja, und danach habe ich mir gedacht, jetzt wollte ich schon sagen, mit der Violet, mit der Helene in den Kurpark hier in Pyrmont zu gehen. Die haben da eine neue, so eine neue Allee jetzt auch gemacht mit Zypressen. Ich finde es landschaftlich, obwohl ja nicht so Pflanzen- und Tierfreak bin, aber den finde ich richtig sehenswert und das werdet ihr auch später noch im Video sehen. Also es lohnt sich wirklich, den mal zu besuchen, wenn man hier halt in der Nähe wohnt. Ich wohne übrigens nicht in Pyrmont. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Die Zeit werde ich euch jetzt nicht voll quatschen, aber ja, ich werde noch ein Zigarettchen rauchen und dann bin ich schon total gespannt auf die Helene. Bis später. Ja, 5 Stunden später habe ich das Stativ endlich aufgebaut. Wir sind jetzt im Violet. Ganz, ganz nette Bedienung. Den Chef kennen wir noch nicht. Der heißt Klitschko mit Spitznamen. Der ist wohl sehr groß. Ja, viel mehr wissen wir noch nicht. Wir werden gleich noch... Achso, das ist übrigens die Helene, ja, für alle, die nicht gerne lesen. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das welche interessiert, die halt nicht gerne lesen oder so, aber bestimmt werden wir hier und da auch noch über Bücher sprechen. Sie hat auch einen ganz tollen Tag mitgebracht. Einen Zukunftstag. Damit habe ich ja gar nichts am Hut. Mit der Zukunft? Nee. Okay. Ich habe noch nie gerne Fantasy, also da habe ich mich immer gequält, Fantasy-Bücher zu lesen. Und jetzt gucken wir erstmal. Fantasy-Bücher? Ja, so. Ach, Dystopien, es geht aber nicht um Bücher, Dystopien. Das ist ein genereller Tag. Ja, ja, ich weiß, ich habe es mir ja durchgelesen. Ja. Ja, und wir halten euch dann auf dem Laufenden. Jetzt probieren wir erstmal den Kaffee. Schmeckt er? Ja. Prost. Ja, schmeckt. Wow. So, der Magen knurrt bei uns beiden, bei dir auch, meine ich. Habe ich jetzt mal so entschieden. Sieht schon richtig lecker aus. Gleich kommt noch das Rührei, dann zeige ich euch den Fisch mal von oben, damit ihr auch richtig schön neidisch sein könnt. Mir fällt gerade ein, wo du hier sitzt. Ich habe auf meinem Leseratte-Kanal mal gehabt, Frühstück bei Leseratte, glaube ich, hieß das. Das kam auch immer gut an. Und ich glaube, kennst du E. Snyder? Ja. Ja. Und die Dani, die fand das immer ganz toll. Hat immer gesagt, mach mehr von dem Frühstück. So, Dani, vielleicht guckst du das jetzt. Ja, wir warten jetzt noch aufs Rührei. Habe ich schon erwähnt. Sollte jetzt eigentlich kommen, sonst hätten wir jetzt noch einen Tag gemacht.
Aber egal, sag du auch mal was. Ein bisschen unkoordiniert. Ja, ihr seht schon mal Orangensaft, das ist schon mal... Ja genau, mehr könnt ihr ja gar nicht sehen. Sehr luxuriös. Ja. Auf die Zuschauer. Und das wird hier angepasst. Helene ist so ganz... Oh nein, jetzt werden hier Bauarbeiten gemacht. Wir sind extra rausgegangen, weil drinnen Musik lief. Helene ist sehr schweigsam. Ich rede ohne Punkt und Komma. Einer muss ja, ne? Wenn ich schweige, musst du reden. Ja. So ist das. Ich lache mich gerade kaputt. Ich habe die ganze Zeit gefilmt und eigentlich habe ich gar nicht gefilmt. Die rote Lampe leuchtete nicht. Ich wollte euch eben noch das Frühstück zeigen. Hier sind leckere Brötchen. Hier haben wir Schafskäse, vermuten wir mal. Ein Obstteller. Spiegelei. Orangensaft, Kräuter, Butter, Honig. Und lecker, lecker. Lecker, lecker. Du hast noch gar nichts gegessen. Genau, jetzt essen wir dann auch gleich. So, wir bekommen jetzt eine Privatführung im Café, Restaurant und in der Lounge Violet. Wollen wir erstmal nach oben gehen? Ich zeige euch erstmal den Saal mit dem Chef. Das hier ist der Chef. Hallo. Hallo. Haben wir dann abends immer schöne Feiern, auch schon Verlobung gefeiert, haben sie. Aber das ist nur jetzt privat oder? Nein, das ist alles zusammen. Toll, das ist richtig schön. Und wie lange ist das jetzt hier renoviert? 3 Jahre. 3 Jahre ist das schon. Ja, und was sieht mein Herz? Deko. Ja, sehr schön, stilvoll. Ich sehe eher die Farbe, das kommt mal. Lila, ne? Ja, es passt ja auch dann, ne? Ja, deswegen halt violett. Toller Kronleuchter. Dann haben wir hier oben noch eine Lounge, eine Raucher-Wein-Lounge. Ah, wenn es mal regnet, so wie gerade, ne? Ja, kann man sehr schön sitzen, Wein trinken, Antipasti, so kleine Snacks. Halt. Auch Prosecco? Prosecco, ja. Ganz wichtig, ne? Ja, toll. Oh, das ist ja auch wieder was für mich. Die Marilyn mit Glitzer. Sowas mache ich auch. Schön. Toll. Schön. Das ist auch schön da mit dem. Ja, das macht unsere Chefin. Ja? Ja, die dekoriert. Deine Frau, ja? Ja, genau. Toll. Hier sind wir noch ein bisschen am Renovieren. Wir hatten nachher eine Badewanne stehen, nur die haben wir leider nicht nutzen können. Weil wir halt unten halt haben, jetzt haben wir die im Café. Ja. Aber auch richtig frische Luft, also es riecht nicht nach Raucher, nee, ne? Weil meist in den Raucherräumen, dann riecht es auch so müffig, ne? Ganz selten, also wir nutzen es mehr als Weinlausch. Ach ja, Rauchen ist ungesund, das wisst ihr ja. Genau. Oh, die Sektflasche ist auch toll, die große. Toll, schön. Ja, wurden auch schon Klassentreffen, also vieles wird hier gefeiert. Ah, Klassentreffen, ja. Ja, also viele treffen sich hier, Familien, Klassentreffen, Verlobung, also ganz... Ja, Leute, wenn ihr mich mal treffen wollt, hier darf ich filmen. Treffen wir uns hier. Kommt ihr nach Pyrmont. Tja, Helene, hier sind keine Bücher, ne? Egal, mir reicht schon die lila Farbe. Ja, hier unten ist dann auch nochmal sehr gemütlich. Die Älteren möchten lieber unten sitzen, meistens. Auch ihr Rollstuhlfahrer oder die mit ihren Gehwagen. Genau. Ja. Ich habe das Helene vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung in Bad Pyrmont, aber die meisten sind halt hier etwas älter, ne? Ja, viele ja. Ältere. Ne? Gehst du ab mein Alter, also auch Jugendliche kommen ja zum Pizza essen? Ja, hier, das glaube ich, hier kommen sie auch. Ich meine jetzt von Bewohnern in Pyrmont ist halt überwiegend ältere Leute. Ja, ne? Ja. So, dann haben wir ja also für den Sommer Terrasse, die auch mal sehr gut gebucht ist. Genau, da haben Helene und ich gerade gesessen. Also nicht direkt da. Ja, wer sitzt auch gerne bei schönem Wetter drin, ne? Ja. Man hat hier genau direkt die Allee.
Ja, das ist auch man echt kann alles sehen. Da saßen wir, das sieht man noch. Da stehen noch unsere Reste. So, dann haben wir unser Beifahrt hier. Café Luna. Ja, das Schild wurde gerade angebracht, deshalb war es bei hier und da mal etwas lauter, aber es sieht ganz toll aus. Und es passt ja auch richtig gut zu Violett, ne, mit dem Namen. Und das ist jetzt ganz neu, ne? Seit wann habt ihr das? Das ist jetzt erst seit 3 Wochen. Schön. Das haben wir auch noch nicht von Ihnen gesehen. Doch, ganz kurz habe ich es mal gesehen. Heute haben wir leider nicht so viel, wegen dem Wetter entsprechend. Wir bestellen immer wetterentsprechend oder bereiten vor für wetterentsprechend. Heute haben wir leider nur eine Kirschbaiser, Buttermilch, Erdbeer. Ansonsten täglich ständig wechselnde Torten. Mhm. Eis, Eiskaffee haben wir, Eisbecher und kleine Snacks bieten wir hier an. Von wann habt ihr auf morgens? Von morgens 10 Uhr durchgehend bis 23 Uhr und weiter, wie die Gäste. Wir richten uns nach den Gästen. Gott, oh Gott. Durchgehend warme Küche, Suppen, alles vorhanden. Also ich finde, es klingt alles toll, bis auf die Arbeitszeiten. Wir haben ja zum Glück Wechsel. Ja, ja. Eis haben wir hier. So, Butschi, wenn du das siehst, Konkurrenz? Nein. Aber es sieht gut aus, ja. Schön cremig auch, ne? Wir haben schon gehört, dass hier... Das hat einen ganz anderen Flair, sagen die Gäste immer. Also das mit den Korbsesseln, mit den Stühlen. Sind immer noch ein bisschen weiter, also muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber deine Frau hat Geschmack mit Deko, das ist gut. Ja, ich finde in vielen Gastronomien, ich sehe das ja immer zuerst mit Deko, ne? Oh, dann wie vollgemüllt das teilweise ist, ne? Oder so scheppiges Gelumpe. Sie hat richtiges Händchen, toll, 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 wirklich sehr schön macht sie das. Es macht viel aus, ne? Dann haben wir unsere Theke hier, wo dann auch abends jeder auch gegessen werden, wie im Restaurant. Da machen wir keinen Unterschied. Wir bereiten Aperol Spritz Hugo vor, klingt für den Sommer. Gut. Klingt sehr gut. Dann Weine verschiedene. Also man kann es richtig sich die Seele baumeln lassen, ja, ne? Und verwöhnen lassen. Dann kriegen wir dann eine Marilyn mit deinem Geschmack. Ja, ich habe zu Hause meinen Flur, ist mit Marilyn, alles so Hollywood-Stars, Elvis, James Dean, ich auch so. Wann bietet ihr das mit dem Frühstück? Nicht nur für Promis, sondern auch für normale. Und ab sofort. Also, ja. Dann richten wir uns immer nach den Gästen, wie es ankommt, wollen wir erstmal schauen. Ja. Wir haben täglich von 8:30 fängt das Café an, 8:30 bis abends 23 Uhr. Also das Restaurant fängt um 10 an, wir um 8:30 hier im Café. Ja, schön. Ich finde auch hinten, hier hinten mit dem Spiegel, das wirkt dann so extra groß, ne? Ja, genau, deswegen hat Chef und Chefin gesagt, das soll bleiben. Ja, nee, es gibt mehr Platz, also mehr Raum, ne? Mhm. Wenn ihr ja keine Drogen nehmt, könnt ihr ruhig rauchen. Nein. Auf jeden Fall hatten wir uns gerade nicht innen verzogen, weil es leider geregnet hat. Heute ist leider nicht so ein schönes Wetter. Haben wir uns wahrscheinlich den Park ausgesucht, aber was sonst, wir leben jetzt damit. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal den Park erkunden, weil wir vorhin leider nicht viel gesehen haben. Wir haben ja nur gedreht und dann hat es angefangen zu regnen. Und deswegen haben wir leider wenig gesehen bisher, aber jetzt scheint es trocken zu sein. Und deswegen gehen wir jetzt mal eine kleine Runde. Hoffentlich sehen wir was schön. Ja, ich hoffe, Helena. Oh, ein Eichhörnchen, Leute, guckt mal. Oh. Scheiße, ach, jetzt ist es weg. Tut mir leid, ich war zu langsam. Ich versuche gerade alle Sachen auf einmal zu machen. Rauchen, filmen, tragen. Eichhörnchenfilm. Ja, ah, da. Seht das. Oh, Leute, ich bin tierlieb, ne? Witzig. Ah, da läuft's. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe einen Faden verloren. Ich hoffe, Helena hat laut genug gesprochen. Das werde ich dann sehen. Dann habe ich es mit reingenommen. Wenn nicht, habe ich es geschnitten, also dann hört er mich jetzt auch nicht. Ich rede einen Scheiß. Ey, guck mal, das sieht aus hier wie bei Hänsel und Gretel, ne? Ja. Sind ja hier im Kurpark in Bad Pyrmont und das ist echt faszinierend, weil eine Ecke sieht halt wirklich aus wie im Märchenwald, sage ich jetzt mal, ne? Hier. Und eine Ecke ist voller Palmen, sieht aus wie Domrep. Dominikanische Republik, ja. Ne? Da hinten mit den Palmen. Ja, ich muss mal ein bisschen angeben, ist schon ewig her, Leute. Da war ich noch nicht verheiratet. Jetzt bin ich schon lange geschieden, also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das her ist. Oh, es ist ja echt da waren die traumhaft.
Ja, wollen wir noch mal einmal hingehen? Ja. Ich habe nämlich vorhin, da haben wir die Tags gedreht. Im Palmgarten. Und Helene hat da schon ein bisschen was gefilmt. Ist wirklich mit Abstand die schönste Ecke hier im Park. Ich bin nicht dazu gekommen, deshalb werde ich das jetzt noch nachholen. Wir hatten zwischendrin Regen, da waren wir mit unseren Tags gerade fertig. Wir können ja ruhig laufen, ne? Wir sind ja Frauen, können ja zwei Sachen auf einmal. Reden, filmen und es sind drei Sachen auf einmal, wie Kinderüberraschung. Ah, naja, ich rede hier, komme wieder von Wege ab. Jedenfalls, Helene hat ja schon ein bisschen gefilmt. Und ich habe leider noch kein Filmmaterial. Großartig, oder? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber, und ich finde es so schade, Leute, dass die Sonne jetzt nicht scheint. Ich würde mir gerne noch mehr wie im Urlaub vorkommen. Oh, wunderschön. Oh, wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, wäre es perfekt. Da ist die Helene. Da stehen jetzt Menschen. Und es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen, aber bei besserem Wetter als bei diesem hier. Denn fürs Wetter können wir nicht. Schade, dass es ab und zu mal regnet, aber es ist trotzdem. Wenn die Kamera jetzt hier reinfliegt, da sind noch Enten. Leute, da fällt mir gerade was ein. Das muss ich euch erzählen. Helene, du hörst mal nebenbei zu. Da Fisch, guck mal. Ah. Warte. Ich hab ihn drauf. Ja. Wohin ist nämlich einer gesprungen und hat sie gefragt. Was war das da? Siehst du? Da mal eine Stockente. Der geschnappt. Da. Geschnappt nach der Stockende. Ach so. Der Fisch schnappt nach der Stockende. Ach Leute, ja, weiß eigentlich einer von euch, warum in der Tierwelt die Männchen immer schöner sind als die Mädchen? Das will ich mal wissen. Das hat mit der Balz zu tun. Mit was? Mit der Balz. Die Männchen müssen die Weibchen immer für sich bezirzen sozusagen. Deswegen sind die immer die Schöneren. Ach, Balz, und ja. Die Weibchen suchen sich dann halt nach der Schönheit des Männchen aus, mit denen sie sich dann paaren. Ah, jetzt wissen wir, sind wir da aufgeklärter als vorher. Bei den Frauen zum Beispiel auch so, deswegen haben die männlichen Frauen ja auch diese schöne Fieder hinten. Seht ihr, und bei uns Menschen ist das alles andersrum. Da sind wir Frauen doch viel attraktiver. Nein, war ein kleiner Scherz. Jedenfalls, wo wir hier gerade am Wasser sind, mir fällt gerade was ein. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich hoffe auch, dass die Person nicht das Video guckt. Also, ich kenne eine, die immer ganz viel so für Facebook fotografiert und so, ne? Und alles postet. Und die hat dann auf einer Party ein Fotoapparat mitgehabt und wir beide waren auf Toilette. Und wollte sie ein Foto von mir machen. Ich so, du spinnst wohl und so, ne? Und vor Schreck ist ihr dann die Kamera ins Klo gefallen. Oh. Und ich war die Einzige, die das wusste. Und ja, sie hat es dann grob irgendwie so ein bisschen abgewaschen oder abgeputzt mit Klopapier. Und dann waren wir zurück bei der Party am Tisch. Und dann hat sie alle gucken lassen, ob sie mal gucken können. Die wäre nass geworden. Und alle haben die Kamera angepackt. Und ich war die Einzige, die wusste, dass die ins Klo gefallen ist. Und dann haben die gesagt, ich soll mal gucken. Ich sage, nee, ich kenne mich damit nicht aus. Ach ja. Ja, Leute, so kann es gehen. Also wenn euch mal jemand irgendwie eine Fotokamera hinhält oder ein Handy, mal ob er mal gucken könnte, es wäre aber nass geworden, dann wisst ihr Bescheid. Was ist denn da? Desinfiziert das. Genau. Oh Leute, es ist so herrlich. Oh, ist so schade, dass die Sonne jetzt nicht scheint. Ne? Richtig blöd jetzt zu filmen. Oh Leute, jetzt strecke ich einen Arm hoch. Jetzt habe ich quasi Bauch frei. Nein, ich habe extra ein Shirt angezogen. Jetzt filme ich mich hier, obwohl es da eine viel schönere Kulisse gibt. Warte mal. So, fein. Toll. Oh, ist das schön, Leute. Oh, herrlich. Toll. Wir müssen gleich mal noch Fotos machen, ne? Was ich dir erzählt habe mit den Zypressen. Was ich übrigens noch gar nicht gesehen habe. Ach doch, da hinten könnte das sein, oder? Was hat das gekostet? Ich glaube 80.000, 85.000 Euro. Oh. Hm. Ich in der Zeitung gelesen. Ja, die Bastelratte, die bildet sich. Nein, meist nehme ich Zeitung zum Basteln. Und dann liest man ja hier und da mal was. Nein, erst lese ich so und dann... So, alles Wichtige ist gefilmt. Ich halte jetzt einfach so ein bisschen noch drauf. Vielleicht schneide ich hier und da noch.
ich eine tolle sowas mal. Ja, aber es ist doch langweilig, wenn man sich dann die ganze Zeit, oder? Ja, nicht weiß die ganze ich Zeit bin ich ja. Natürlich nicht. Ja, ja. Aber manchmal auch mal so ein bisschen. Du kannst aber auch nicht langlaufen, wenn du mal gerade pipi musst oder so, ne? Das habe ich keine Ahnung. Sieht ja fast aus wie so ein Ritterhelm. Mhm. Aber das dürfte ja eigentlich der hintere Teil sein. Können wir uns ja gleich mal angucken. Oh, wir mal eben warten, da laufen gerade Leute lang. Achso, ich bin wieder bauchfrei. Sieht doch keiner. Das ist ja keine Gruppe mit 200 Leuten, ne? Ja. Und da links runter? Ja, ne? Da waren wir noch nicht, oder? Bitte denkt jetzt nicht, ich soll mich mal entspannen. Die Falten, die sind immer da. Hat die Friseurin zu mir gesagt, entspannen Sie sich mal. Ich sage, die Falten sind immer da. Das passt aber optisch hier gar nicht her. Ich zu auch. Steampunk wird es gut passen. Ivy? Steampunk? Genau. Der Vorgänger von YouTube. Genau. Und dann, der ist halt so ein Horrorfilm und die haben das selber gefilmt und dann. Ich würde dich gerne mitfilmen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Nee, ich schaff's nicht. Tut mir leid. Ich hab dich ja auch nicht immer drauf. Was? Man braucht dafür wirklich einen Selfie-Stick oder Selfie-Stab. Ja, das wäre gut, ne? Die Hand aber dann kann klang genug. Ja, Leute, ist so schon peinlich genug, hier mit der Kamera rumzulaufen. Nein. Für euch machen wir das doch gerne. Das ist eigentlich für eine Hütte. Sie meint diese. Leider kann ich ihr dazu nichts sagen. Bin ja eigentlich, ich interessiere mich schon ein bisschen so für Kultur, aber irgendwo bin ich auch ein bisschen Kulturbanause. Macht man alles viel zu selten. Leider. Man nimmt sich zu wenig Zeit für schöne, entspannende Dinge, ne? Wenn das jetzt prunkvoll aussehen würde, hätte ich gesagt, es ist mein Haus. Ach ja, mein Haus, das seht ihr da hinten im Hintergrund. Alle. Wo ihr sie sitzen könnt, wenn ihr sie braucht. Da. Oh, ich werde viel schneiden. Glaube ich. Aber ist egal. Kann man sich so. Oh, jetzt nieselt es schon wieder, Leute. So schade. Ey, sieht das? Leute, seht ihr mich auch so braun? Ich finde, ich sehe voll braun aus in der Kamera. Ja, neben mir siehst du auf jeden Fall braun aus. Oh. Ach, du aber auch. Nee. Doch, in der Kamera? Ich weiß, Käse. Ja, in der Kamera vielleicht, weil es so ein bisschen dunkel eingestellt ist. Das glaubt ihr das nicht, ne? Das ist alles richtig eingestellt hier. Oh, Leute, das ist aber, auf Dauer ist das schwer, ne? Ja. Oh. Mein ist ja noch schwerer als mein Handy. Ja, ich habe nämlich so einen riesen Oschi. Nein. Ja, hier ist die tollste Landschaft und ich filme mich. Nennt man das wohl eitel? Nein. Ich muss auch aufpassen. Es sind auch viele Leute unterwegs. Auch schön da hinten eine Brücke, ne? Oh, da könnten wir vielleicht Fotos machen. Ja, das wäre gut. Guck mal. Da hinten. Toll. Der Pavillon ist aber doch. Und das Pavillon, oder? Mhm. Sieht man den da? Nach der Fluss oder was auch immer das ist und hier eine filmende YouTuberin und hier wieder den hier so ein kleiner Wasserfall unter der Brücke, wie ihr seht, ist das nicht schön. Da könnte man eigentlich den ganzen Tag stehen oder sitzen und vielleicht ein Buch lesen oder sich unterhalten mit Leuten, so wie wir es gerade machen. Das ist wirklich schön, nur das Wetter spielt mal wieder nicht mit. Aber das hatten wir schon öfter gesagt. Ich wollte das gerade meine Kamera sagen. Es fängt gerade wieder an zu regnen. Zum Kotzen. Ja, uns hat gerade eine Dame telefoniert. Fotografiert. Fotografiert, ja. Und Leute, ich habe gerade auf dem Arm. Auf dem einen Arm habe ich das eine, auf dem anderen das andere. Und jetzt wird mein Arm gleich noch schwerer. Aber ja, ich finde die Brücke ganz, ganz toll. Ich würde sagen, gehen wir mal drauf, oder? Ivy's FME verlinke ich auf jeden Fall in der Infobox.
Sie hat ja auch ein bisschen was anderes teilweise gefilmt als ich. Von daher, wenn ihr nicht mehr sehen wollt, klickt es nachher an, wenn ihr dieses Video zu Ende geguckt habt, bitte. Ja, ich werde das ebenso handhaben. Schuki Girl 1989 genau. Werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Dann seht ihr mal andere Perspektiven. Ja, dann könnt ihr ja noch mal vorbeischauen. Würde mich freuen. Ist wieder mal ein netter Mensch, den ich heute kennenlernen durfte. Das kann ich mir zurückgeben. Oh, danke schön. Ich bin so froh, dass du so redselig bist, weil ich ja im Privaten so ein bisschen schüchterner bin oder nicht viel rede und da ist es gut, einen Ausgleich zu haben. Ja, und ich habe erst gedacht, oh mein Gott, ist die ruhig. Der gehe ich ja bestimmt nach einer gewissen Zeit auf den Senkel, aber nee. Ja, manchmal ergänzt sich das gut, ne? Redselig, hatte das nicht diplomatisch ausgedrückt, ich quasi ohne Punkt und Komma. Das ist besser so. Wenn wir beide anschweigen würden, wäre es echt die Hölle, glaube ich. Wenn wir uns nicht zu sagen hätten. Davor hatte ich nämlich Angst. Echt? Ja. Weil ich ja selber so bin und wenn ich jetzt jemanden treffe, der auch so ist. Aber du hast doch von mir Video, hast doch ein Video oder so geguckt. Das merkt man doch, ja, oder? Ja, aber man weiß nie genau, ob das im Privatleben auch so ist, wie es im Video ist. Oh, jetzt reden es. Jetzt das Hexenhäuschen. Oh, ist das schön. Das sieht voll süß aus, ne? Ja. Da passt auch nur einer stehend, glaube ich, rein. Nein. Ach so, ist ganz klar. Also wir waren ja gerade beim Pavillon, der war leider zu und deshalb gehen wir davon aus, dass das auch zu ist. Aber ich bin ja so ein Mensch, kennt ihr das, wenn jemand sagt, den Knopf nicht drücken, ich muss ihn immer drücken. Und deshalb probiere ich es natürlich auch aus, ob wir hier reinkommen. Hier unten ist noch ein Schloss. Casa. Hey, tada, guckt euch das an. Ich dränge mich mal vor, Helene. Seht ihr? Hier Beschäftigungstherapie. Da steht was zum Basteln. Das ist doch wie für uns gemacht. Ein bisschen klein, ein bisschen eng, aber süß. Oh, ist das toll. Wir haben es zum Hexenhäuschen geschafft. Da steht übrigens dran, sie heißt Hasa Kayensis. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Ich kann es nicht mal einmal aussprechen. Aber wir haben geguckt, die Tür ist offen. Der Pavillon war leider zu. Ohne Nacktschnecke oder was soll das sein? Ich habe zu Helene gesagt, sie kann ja da sich ein bisschen draufsetzen und hüpfen. Da hat sie gesagt, es wäre ihr zu nass. Hier wird zwar ja gerade gar nicht, wurde beschnitten. So Jungs, so seht ihr beschnitten aus. Damit ihr wisst. So, wir haben jetzt aber gerade noch, kommen wir da hinten durch? Nee. Ist nur ein Stein. Ich glaube nicht. Wir haben gerade einen Wasserfall entdeckt. Wir wissen nur nicht, wie wir hinkommen. Den wollten wir jetzt noch mal suchen, bevor wir uns langsam, ganz langsam und gemütlich zum Auto aufmachen. Und dann bringe ich die Helene noch zum Bahnhof. Und ja, dann müssen wir uns leider schon verabschieden. Aber ich glaube, dass man das bestimmt mal irgendwie wiederholen kann. Ja, vielleicht kommst du dann mal mit Jessie oder so. Ja, das wäre gut. Oder ich komm mal zu euch. Mhm. Müssen wir mal schauen, wie es passt. Ja, hier hinten im Anschluss kommt die Minigolfbahn. Es sieht aber irgendwie auch gerade geschlossen aus. Es kann auch sein, dass die immer nur am Wochenende aufhaben, also ab morgen. Hier haben wir auch schon Minigolf gespielt. Und ich liebe ja eigentlich Minigolf. Manchmal klappt es auch ganz gut. Manchmal nicht. Du musst sagen, wir haben gespeist. Wir haben gespeist. Wir waren Damen und es war ein gehobenes Etablissement. Sieben-Gänge-Menü. Genau, wir waren Damen, Sieben-Gänge-Menü. Wir haben gedacht, von unseren zahlreichen YouTube-Einnahmen gönnen wir uns heute mal richtig was. Einen ganz kleinen Kaffee für einen hohen Preis, aber es war auch Fairtrade, von daher war das okay. Trotzdem empfehlen wir lieber das Violett. So, alle, die wie ich nicht wissen, was Fairtrade ist, ich habe mich mal wieder blamiert. Also das heißt, wie hast du es so schön ausgedrückt? Ich finde gerade die Worte nicht. Es wurden alle fair entlohnt, haben alle genug Geld gekriegt, wurde keine ausgebeutet, keine Kinderarbeit. Kein gar nichts, alles halt. Deswegen kostet auch ein bisschen mehr als so. Genau. Wobei wir ja, viele von uns, still sein müssen. Wir kaufen im Teti, wir kaufen Euroladen, aber der andere ist Thema.
So, hier ist wieder die Fontäne. Die hatte ich vorhin schon mal gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich das von vorhin rausschneide, weil ihr sie ja jetzt noch mal seht. Aber muss ich dann nachher gucken. Ah, wir haben hier noch ein richtig lauschiges Plätzchen entdeckt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, wie ihr seht, ich sag schon die ganze Zeit, ich bin langsam müde und kaputt. Und das kommt jetzt hier wie gerufen. Leg dich lang. Das Gewicht verteilt sich. Oh. So, hier seht ihr meine Füße. Alle, die mich länger kennen, wissen ja, wie ich Füße hasse, aber ich habe ja Schuh drum. Ich hasse Füße. Wie steht. Ja, du auch? Ich auch. Vor allem jetzt im Sommer kommen die ganzen hässlichen Fußpilzdinger wieder zum Vorschein. Ist natürlich jetzt eine richtig schlechte Einstellung, weil ich immer bei sowas ein Doppelkinn habe. Wie sieht's aus? So Falten, ne? Ich kann mich leider nicht selber anschieben, sonst würde ich hier noch ein bisschen mehr wackeln. Also ich fasse schon mal zusammen, es war echt ein richtig schöner Tag. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt, wobei ich natürlich sehr viel mehr gequatscht habe als sie. Helene ist ein bisschen stiller, obwohl ich immer so denke, ne, wenn man YouTube-Videos macht, geht man ja davon aus, dass jemand viel quasselt. Aber wir haben uns da super ergänzt. Kennt mich ja, ne? Macht das schon. Sie quatscht da drüben jetzt auch in ihr Handy rein, wenn uns hier einer beobachtet, die transportieren uns gleich. Nee, Helene, weißt du, was ich gerade sage? Wenn uns einer jetzt hier beobachtet, du quatschst in dein Handy, ich quatsche meine Kamera, die kommen mit der weißen Jacke und holen uns hier ab. Ja. Aber vorhin hat schon einer gehört, von YouTube. Alles klar. So, jetzt wollen wir weiter? Oder noch ein bisschen Siesta? Ich habe mir das vorhin mal durchgelesen. Es ist irgendwie, muss das so wie so eine Farbtherapie wirken. Also die Farben wirken sehr entspannt und hier ist alle halbe Stunde Einlass. Kann man halt reingehen, muss die Schuhe ausziehen, also schon mal nichts für uns Fußhasser. Genau. Und ja, dann kann man sich bei Farben wohl entspannen. So Lichttherapie, so würde ich es vielleicht mal einschätzen. Lichttherapie mit Schweißfußgeruch. So, liebe Bastelfreunde. Hier ist Woolworth. Woolworth. Ja, genau. Du sollst dich auch selber fühlen, nicht nur Straßen. Das ist nicht. Ich sage was über Bad Pyrmont. Bad Pyrmont ist eine sehr schöne Großstadt. Wo muss ich reinsprechen? Mikrofon? Weiß ich gar nicht, wo das hängt. Er hat 25.000 Einwohner. Hier sind schöne Hallo. Geschäfte. Es kommt bei YouTube, ne? Von vorne gerne. Zusammen. Darf ich? Darf ich das? So, und hier ist der. Ja, das gibt Leute, die sind noch verrückter als ich. Hier ist der in Euroland, wo ich dann ab und zu mal meine Shopping-Halls euch hochlade. Und ja, also wir hatten jetzt noch ein bisschen Zeit, bis Helene zum Bahnhof muss. Oh, zeig mal. Nimm vier Zahlen nur ein. Braucht jemand vier Toll. Bikinis? Vier Bikinis für 1 Euro. Ja. Kannst nichts sagen. Das ist für meine Brüste zu klein. Das heißt S. Könnte man doch verlosen. Ja gut, Sommer ist fast rum. Ich finde, wenn man zu zweit, Leute, hört zu, wenn man zu zweit unterwegs ist, traut man sich viel mehr zu filmen, finde ja, ich. Ne? Man fühlt sich dann nicht so kacke. Wie wenn man alleine rumläuft und in die Kameras. Ah, die Bahn, die haben wir gerade gesehen. Die habe ich vorher noch nie in Pyrmont gesehen, aber naja. Helene hatte die entdeckt. Da fährt gerade eine Bümmelbahn oder wie das auch immer heißt. Wahrscheinlich ein Stadtrundfahrt. Wusste ich die auch gar nicht. Wäre vielleicht auch eine Option für nächstes Mal. Dann Zeit haben. Da sieht man bestimmt auch ganz viel, was es hier so gibt. Machen wir mal eine Prosecco-Saufparty. Ich trinke Ich auch. Alter, Kleiner Spaß. Ja, ich auch. Prickelwasser. Und vielleicht so Bier, das hört jetzt hier Bier-Mix. Und so könnt ihr gerne hören. Nee, Mix?
Bier oder Bier mix mit Limo. Ist ja was für Mädchen. Und so. Unsere Cocktails gehen manchmal auch. Bier pur. Jetzt kommt drauf an, welches Bier. Ich mag ja nicht alle, manche sind mir so ein bisschen zu herb. Aber ja, manches trinke ich auch so. Aber nicht viel. Ich glaube, ich war noch nie richtig betrunken. Nee? Oh, diese Streber. Nee, das ist hier die Dani von E. Snyder, die trinkt auch keinen Alkohol. Habe ich auch geschrieben, Streber. Einmal habe ich so viel getrunken, dass ich im Zickzack gelaufen bin und seitdem reicht es mir. Ich mag die Vorstellung nicht, dass ich keine Kontrolle über meinen Körper habe und nachher nicht mehr weiß, was ich mache. Deswegen. Er erlebt mich selten so schweigsam, das hat seinen Grund. Bei uns war ja erst neulich Schützenfest und ach, ich weiß nicht, da wo ich wohne, das geht gar nicht. Die, ja doch, es würde schon gehen, aber mein Sohn hat das ja vor. Der will niemals im ganzen Leben rauchen und niemals im ganzen Leben trinken. Bleibt das so. Wenn es klappt, dann hast du weniger Sorgen. Er sagte neulich zu mir, Mama, wenn ich das schaffe, was kriege ich dann von dir? Kinder. Ja. Sie geben einem so viel. Ja, wir laufen jetzt zum Auto. Die, übrigens, wenn ich das so nahe halte, gucke ich oft in den Bildschirm. Ich hasse das ja immer, wenn irgendwelche YouTuber mal in den Bildschirm gucken und nicht direkt in die Kamera, ne? Man sieht das. Die sitzen, das auch immer die sitzen dann immer und dann machen sie immer so und dann machen sie so. So immer so. Ja. Ne? Irgendwie. Und dann denke ich immer, Leute. Naja, egal. Oh, jetzt, hoffentlich habe ich es mir mit keinem verscherzt. Ja, wir laufen, also lange Rede, gar keinen Sinn. Wir laufen jetzt zum Auto und dann bringe ich die Helene noch heile zum Bahnhof. Ja, und dann geht es für uns beide nach Hause. Nur, dass ich dann schneller zu Hause bin als Helene. Ja. Ja. Ja, nach Hamburg. Jetzt kommt Helene ihr Zug. Und es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Und da hinten, das war gar nicht mein Zug. Nee, nee, das andere Gleis. Ja. Ja. 20%. Wir machen jetzt einen auf Tschüss. So, wir drücken uns mal. Ne? Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Ach so, filmst du? Warte mal. Ich muss ja, ich weiß. Aber es ist, man hört uns ja. Ja, also es war wunderschön. Ich gucke immer auf den Bildschirm, das ist doch verrückt. Ja, ja, ich bin eingebildet. Wenn man zu Hause ist, gewöhnt man sich langsam dran, in die Kamera zu gucken. Aber wenn man so unterwegs ist, will man immer gucken, ob man drauf ist. Und dann guckt man immer daneben. Und das ist jetzt so blöd, kriege ich es mal hin, dich mit drauf zu haben. Okay, Leute, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Guckt bei Helene mal vorbei. Verlinke ich unten in der Infobox. Ich wünsche euch was. Lest dasselbe. Lest fleißig. Ja, und seid kreativ. Und bleibt kreativ, genau. Super. Tschüss. Tschüss. Bei mir. Tschüss.